Einen wunderschönen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Obduction. Oder Obduktion, egal, Obduction. Klingt besser. Nichtsdestotrotz, wir waren hier an der Tür angekommen, hatten den rückwärtigen Code eingegeben von, na, dem Haus. Und wir öffnen die Tür. Und jetzt sind wir im Haus. Ah. Ah. Cool, das ist die Karte. Cemetery. Hier ist der Friedhof. Farley House ist hier. Also wir stehen jetzt hier genau da. Und wir sind gerade hier von hinten reingekommen, ne? Das ist diese komische... Da gibt es einen Steg oder einen Weg auf das Ding. Das ist diese Sonde. Rail Yard. Da, wo der Strom produziert wird. Und ein Tower neben dem Tree. Das ist klar. Hier haben wir noch Treibstoff. Da waren wir unten. Supplies. Da kommen wir nicht rein. Das war noch zu. Das weiß ich nicht. Hier ist jedenfalls der Staudingsbums, ne? Hier sind nochmal Fälle. Ach so, so läuft das. Ja, ja, okay, ja. Hier ist CV, genau. Und ein Shop. Hier ist die Batterie. Ah. Ach ja, das Ding, was wir angekoppelt hatten. Wir haben die Batterie angekoppelt. Da müssten wir mal gucken, ob das jetzt hier vielleicht ausreicht. Gegebenenfalls müssen wir ein paar Mal an- und ausschalten, denn die Stadt war ja nicht in Betrieb und die Stadt wird wahrscheinlich über die Batterie gespeist. Okay, das heißt, wir müssen dann ab- und anziehen. Wir konnten ja diese Steckerverbindung mehrfach ja aufstecken. Wobei, da fehlt ja noch der andere Zulauf von der Bahnschiene. Ach, das war jetzt richtig viel. Warum kann ich das drehen? Ich hab's geahnt. Nee. Was ist da? Und wenn ich es nach da drehe? Geht gar nicht weiter. Doch. Moment. Wartet mal, da können wir... Was ist das? Eine 15? Schreib mir das mal kurz auf. Eine 15. Beziehungsweise, es sieht so seltsam aus als Symbol. Und 5. Wir nehmen mal diesen anderen... Nee. Oder müssen wir den nicht ganz so... Ah, ich glaube nicht ganz so, ne? Ne, es wird irgendein Rätsel sein. Von da sind wir gekommen. Ah, hier liegt auch ein Buch. Willkommen in Hunrad. Bitte erzähl uns etwas über dich, damit wir dich besser kennenlernen können. Name? Können wir nichts reinschreiben. Datum der Zeit, aus der du stammst. Jahresangabe mit 4 Ziffern. Aus welchem Land und aus welcher Stadt stammst du? Umstände, unter denen du ergriffen wurdest. Bitte gib alle Gefahren an, die dir aufgefallen sind. Leerte und abgelegt. 12
1000 AH, 13.000 AH, 15.000 AH. Aha. Samuel Karom, Januar 2017. Das ist ja in der Zukunft. Mamakana, Madagaskar. Ich war gerade angekommen und fuhr südlich von Mamakara mit meinem LKW die Küste entlang, als ich weggeschwemmt wurde und die Samen erschienen. 15257. Aha, männlich, 61. Das verstehe ich nicht gerade hier. Feste Regenbogen, 1942 März, Lübeck, Deutschland. Das Letzte, an das ich mich erinnere, war ein tiefes Grollen, als ich mich im Keller eines leerstehenden Gebäudes versteckte. Ich lief auf ein helles Licht in einem Treppenhaus zu. 15841 NH, männlich. Oh, die Sachen werden noch alle... ich schreibe mir die mal auf. 15257... M61. Das ist 15841. Aber da steht NH, nicht AH, ne? Was ist denn NH und AH? Männlich und 26. Der ist im Krieg, ist er geschnappt worden. Maria Gallego. Kozum in Mexiko auf meinem Boot in einem schlimmen Sturm. 16023. NH. Weiblich 46. Und dann Feng Guyu, März 2042, Portland, Vereinigte Staaten von Amerika. Beim Skilaufen Mount Hood. 16717 NH. Männlich. 37, krass. Also werden hier irgendwelche entweder wissentlich oder unwissentlich entführt, ne? So hat es zumindest den Anschein. Ach Gott, viel zu lesen. Sameninformation. Botschaftersamen. Das Vorkommen von Botschaftersamen wurde erstmals vor ca. 150 Erdenjahren schriftlich festgehalten. Bleibt die Gesundheit der Bäume erhalten, treten sie etwa alle 400 Jahre auf. Ein natürlicher Samenaustausch tritt, wie wir jetzt wissen, auf, wenn in miteinander verbundenen Sphären zwei Samen gleichzeitig von gesunden Bäumen fallen. Ein Tausch tritt an auf, wenn jeder Samen von einer in der eigenen Sphäre vorkommenden Spezies berührt wird. Dann wird jeweils ein Botschafter der einen Sphäre in die verbundene Sphäre geschickt. Der Ort des Tauschs wird durch die Position der beiden Samen bestimmt. Nach dem ersten Tausch laden sich die Samen sehr schnell wieder auf und können so schnell wieder zurückkehren. Die ersten Begegnungen waren intensiv, aber naturgemäß sehr kurz. Sowohl die Mofang als auch wir wurden von dieser Entwicklung doch sehr überrascht. Mit der Zeit benötigen die Samen immer länger, um sich wieder aufzuladen, wodurch den Spezies mehr Zeit für Besuche blieb. Sammlersamen. Jeder der Neuankömmlinge kennt die Sammlersamen. Das helle Licht, das uns alle direkt vor dem Ereignis, das uns hergebracht hat, anzog, war ein Sammlersamen. Ein Neuankömmling ist meistens nicht klar, dass diese Samen genau wie alle anderen Samen paarweise auftreten. Lässt der Baum einen Sammlersamen auf den Boden fallen, ist dies ein Hinweis darauf, dass dessen Zwillinge seine Suche nach einem neuen Wesen angetreten ist. Nee, dessen Zwilling, genau. Diese Suche kann Stunden in Anspruch nehmen oder auch Jahre. Wird die geeignete Situation unnatürliche Todesgefahr gefunden? Aha. Unnatürliche Todesgefahr? Das weiß ich nicht. Aktiviert dies den Samen und er führt einen Tausch aus, bei dem eine kleine Sphäre einer Welt, zum Beispiel der Erde, hier nach Hunrad gebracht wird. Als Hunrads Bevölkerung wuchs, nahmen wir die vom Baum gefallene Sammlersamen und legten sie in den Eingangsbereich der Schlucht. Dadurch konnten wir die Erfahrung steuern, die Neuankömmlinge bei der Ankunft machten. Außerdem sind wir so in der Lage, Ressourcen, die gemeinsam mit den Neuankömmlingen eintreffen, immer an einem und demselben Ort einzusammeln. Das war der Ort, wo wir dann angekommen sind. Da waren danach nämlich noch der Grill und so weiter da, ne? Im Gegensatz zu Botschaftersamen und Muttersamen scheinen Sammlersamen nicht zu überleben. Ihr Kern wird verbraucht. Das Einzige, was übrig bleibt, ist die leblose Hülle. Muttersamen, angenommen, aber bisher nicht verifiziert. Die Existenz von Muttersamen wurde 2232 NH. Das ist die Ankunftszeit nach irgendwas. Nach 100? Gründung, glaube ich.
zuerst von Alima Hamza als Theorie formuliert, wobei aus dem Verhalten der gewöhnlichsten Samen ein Supersamen abgeleitet wurde. Sie stellte die Hypothese auf, dass der Vorgang, bei dem die verbundenen Samen erschaffen wurden, Ähnlichkeit mit den anderen Tauschvorgängen haben müsste, nur das Ausmaß wäre größer. Zwei Samen des Mutterbaums sollen dabei von intergalaktischen Winden verteilt werden, um Lebenswelten zu finden, deren Ähnlichkeit ausreicht. Werden entsprechende Übereinstimmungen gefunden, wird ein Prozess ausgelöst, bei dem ein Tausch großer Teile von Landschaften zwischen sehr unterschiedlichen Welten stattfindet. Alima wies außerdem darauf hin, dass die Positionierung der Bäume im Mittelpunkt der Sphären darauf schließen lässt, dass die Bäume aus diesem Muttersamen sprießen. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten spekuliert man, dass es mithilfe einer größeren Version der Botschafter-Samenmaschine möglich sein könnte, die kompletten Umweltsphären zurückzutauschen. Okay. Kommunikation, Gespräche mit unseren Nachbarn. Hier in Hunrad gibt es viele verschiedene Sprachen, doch setzen wir es als selbstverständlich voraus, dass die Kommunikation funktioniert. Doch wenn man plötzlich Kontakt zu einer anderen intelligenten Spezies hat, mit der man weder Kultur und Geschichte noch DNA und Stimmbänder teilt, muss man sich wirklich extrem anstrengen, um selbst das einfachste Gespräch in Gang zu bringen. Dieser kurze Überblick soll grundlegende Informationen dazu geben, was bei einer Kommunikation mit unseren Nachbarn zu erwarten ist. Mofang. Die Mofang waren die ersten nichtmenschlichen Wesen, die wir getroffen haben. Da ihre Stimmapparate zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit dem unsrigen hat, gelang es ihnen recht schnell, menschliche Wörter nachzusprechen. Diese ersten Nachahmungsversuche waren die Grundlage für den Namen, den wir ihnen schließlich gaben. Obwohl sie in der Lage waren, einzelne Wörter und einfache Phrasen nachzusprechen, wurde im Verlauf der Jahre deutlich, dass die Schwierigkeiten aufgrund extrem unterschiedlicher Grammatiken nicht so leicht zu bewältigen sind. Manche waren davon überzeugt, dass die Schwierigkeiten besonders dadurch hervorgerufen wurden, dass die Mofang darauf bestanden, die menschlichen Sprachen zu lernen. Das führte dazu, dass sie keine der verschiedenen grammatikalischen Strukturen wirklich erfassen konnten. Doch trotz der nur sehr rudimentär aufgebauten Sätze ist uns die Kommunikation sehr leicht gefallen. So war es für uns, abgesehen von ein paar einfachen Phrasen und Namen, nicht erforderlich, ihre Sprache zu lernen. Wer mehr über die Kommunikation mit den Mofang erfahren möchte, setzt sich am besten mit Tam in Verbindung. Oder Villain. Die Villain wurden zu einer besonderen Herausforderung, was die Kommunikation betrifft. Bisher können wir es nur so erklären, dass sie die Laute mithilfe zweier rohrblattähnlicher Strukturen beidseitig im Kopfinneren produzieren. Die erzeugten Vibrationen werden in Resonanzräume in ihren Schädeln geleitet, wo sie in einen komplexen Mehrfrequenzton niedrige Frequenzen umgewandelt werden. Diese niederfrequenten, bitonalen Laute sind für Menschen nicht nur schwer verständlich, sondern wir sind darüber hinaus auch nicht in der Lage, sie nachzuahmen. Zudem hören die Villain oder Villain in erster Linie niederfrequente Töne, sodass sie den größten Teil der menschlichen Lautäußerung gar nicht wahrnehmen können. Aus diesem Grund sind wir, was die Kommunikation mit den Villain betrifft, von den Möglichkeiten der Technik abhängig. Die Villain haben Konsolen, die sie per Vokalisierung steuern, so angepasst, dass sie auch von anderen Spezies verwendet werden können. Im Laufe der Jahre haben einige Individuen fremder Spezies, darunter auch einige Menschen gelernt, diese Methode sehr effektiv einzusetzen. Darüber hinaus ist es den meisten Menschen gelungen, mit der Zeit einige der höherfrequenten Merkmale bestimmter Schlüsselwörter der Villain zu erkennen. Obwohl wir nicht so mit ihnen sprechen können, dass sie uns verstehen können, können wir diese Wörter gelegentlich heraushören und erkennen, falls sie von den Villain sehr deutlich betont werden. Wer mehr über die Kommunikation mit den Villain erfahren möchte, setzt sich am besten mit Vito in Verbindung. Also Tam ist für die einen und Vito für die Villain, ne? Okay. Falls wir die jemals treffen. Arai. In keiner der Phasen der Morphologie der Arai sind Systeme zur Vokalisierung zu erkennen. Da das Pulsieren der Cirripedia offensichtlich synchron stattfindet und da die Bauern sich um die Bedürfnisse der Podiarchen kümmern, ging man davon aus, dass die Mitglieder Spezies auf effektive Weise miteinander kommunizieren. Erst als Farley sehr viel Zeit im Vorzimmer der Podiarchen verbrachte, konnte er die ersten Merkmale dieser Kommunikation herausfiltern. Nachdem Farley lange Monate mit Forschung und Experimenten verbracht hatte, stellten sich kleine Erfolge beim Empfang einfacher Arten von Nachrichten ein, die die Podiarchen aussendeten. Inzwischen ist uns bewusst, dass auch die Podiarchen die gesamte Zeit zu kommunizieren versuchten. Sie experimentierten mit verschiedenen Kanälen, bis sie endlich eine Antwort von Farley erhielten. Nach diesem Durchbruch gelang es auch anderen, sich auf die Podiarchen einzustimmen und ihnen zuzuhören. Sowohl die Podiarchen als auch die Bauern verfügen über ein einfaches Organ, das die Sprachfrequenz von Menschen erfassen kann. Dies versetzt sie in die Lage, einfache Antworten von Menschen zu verstehen. Im Laufe der Zeit hatte Farley sogar gelernt, mit den Podiarchen mithilfe einer ähnlichen Form außersinnlicher Übertragung zu sprechen. Wer mehr über die Kommunikation, der sollte mit Farley. Also Alai ist Farley.
Okay. Es wird eine Lesestunde hier. Meine Stimmbänder. Speziesbeschreibung. Mofang. Über Botschaftersamen stellten die Menschen Kontakt zu den Mofang, der ersten nichtmenschlichen Spezies, her. An Liang gab dem Außerirdischen aufgrund seiner ausgeprägten Fähigkeit, den Klang unserer Sprache, unserer Bewegung und unserer Eigenheiten nachzuahmen, den Namen Mofang. Der Name, den sie sich selbst gegeben haben, ist für Menschen unaussprechlich. Aus diesen Gründen ist die Kommunikation zwischen den Menschen und den Mofang zum größten Teil deswegen möglich, weil die Mofang die menschliche Sprache lernen und nicht, weil die Menschen in Mofang kommunizieren. Es ist ihnen gelungen, so gut wie jede der in hundert von Menschen gesprochenen Sprachen zumindest so weit zu erlernen, dass eine zwar rudimentäre, aber doch funktionierende Kommunikation gewährleistet ist. Die externe Morphologie der Mofang ist beeindruckend humanoid. Sie sind bilaterale, symmetrische Landwirbeltiere mit zwei Beinen und ein Kopf mit nach vorne gerichteten Gesichtszügen, Mund, Augen, Nasenlöcher. Außerdem ist ihre Körperbehaarung nur minimal und sie zeigen erhöhte dorsale Vorsprünge. Von der Konstitution her sind sie eher zart und schwächlich, wahrscheinlich aufgrund ihres schmalen und leichtgewichtigen Endoskeletts. Eine Untersuchung ihrer internen Beschaffenheit war jedoch nicht möglich. Ihr Schädel fällt durch seine ausgeprägte Größe auf, sodass davon auszugehen ist, dass auch eine große Gehirnmasse vorliegt. Ihre fortgeschrittene Technologie ist ein Beweis ihrer beeindruckenden Intelligenz. Okay. Arai, nachdem der Baum einen bestimmten Reifegrad erreicht hatte und gesund genug war, öffnete sich an seinem Fuß ein Durchgang. Dieser Durchgang ermöglichte den Kontakt mit zwei weiteren Spezies. Zuerst hatten wir mit den Arai Kontakt. Sie stellten sich als große käferähnliche Insekten heraus. Es gelang uns zuerst nicht, mit ihnen zu kommunizieren, obwohl es den Anschein hatte, dass sie ein Mindestmaß an Intelligenz besitzen. Löring Tot trat als Erster die Reise durch das Herz nach Kaptar an und legte den Namen für diese neue Welt und seine Bewohner fest. Es gibt die Arai in drei unterschiedlichen Varianten, die wir inzwischen als Cirripedia, Bauer und Polyarch bezeichnen. Obwohl sie sich morphologisch deutlich von Menschen unterscheiden, benötigen sie ihre internen Systeme, wie bei allen unseren Nachbarn, eine ähnliche Zusammensetzung der Atmosphäre und fast identische Nährstoffe. Als Cirripedia sind die Arai komplett bewegungsunfähig. Es scheint, als könnten die Arai zeitlich unbegrenzt in dieser eiähnlichen Entwicklungsphase verharren. Sie müssen sich in der Nähe eines Polyarchen befinden und bei einem bestimmten Reifegrad von den Bauern befruchtet werden, um zu schlüpfen. Diese Bauern sind die Augen und Ohren, Hände und Füße. Sie selbst sind nur minimal mit einem Nervensystem ausgestattet und können in gewisser Weise als die Verlängerung der Sinne der unbeweglichen Polyarchen angesehen werden. Sie sind in der Lage, einfache Befehle auszuführen, verfügen aber anscheinend über kein ausgeprägtes individuelles Bewusstsein. Das sind die Dinger, die fliegen, oder? Haben wir die nicht schon gesehen? Die Polyarchen sind die Intelligenzia und das Bewusstsein der Intelligenz. Ja. Der Arai. Es war offensichtlich, dass Spezies über Intelligenz verfügte, aber erst seitdem Caroline Farley sehr viel Zeit in ihrer direkten Nähe verbrachte, ist eine nennenswerte Kommunikation möglich. Farleys Unterkunft befand sich direkt neben ihnen und sie war die erste, die nonverbal mit ihnen kommunizierte und so vieles über die Spezies erfuhr. Sie konnte sogar Näheres zu ihrer Geschichte in Erfahrung bringen, in ihrer Welt überlebten die Arai, während einige andere fühlende Spezies entstanden und wieder ausstarben. Darunter war auch eine uralte Spezies, die eine engere Beziehung zu den Arai einging und für sie den Felsen aushöhlte und ihnen Tempel und Unterkünfte baute. Viel später gab es auch eine Spezies, die den größten Teil ihrer Heimat an sich riss. Diese Spezies war besonders findig, wenn es um mechanische Konstruktionen ging, die sie meist dazu einsetzte, mit den Bauern als Köder große fliegende Kreaturen einzufangen und zu verarbeiten. Aha. Villain. Die letzte Spezies, die wir kennenlernten, waren die Villain. Die Villain kommunizierten schon seit vielen Jahren mit Hilfe der Botschaftersamen mit den Arai, wurden aber erst kurz nach den Arai Teil der größeren Gemeinschaft. Sie sind groß und imposant und ihre Kommunikation basiert auf einem komplexen, mehrstimmigen, niederfrequenten Grollen. Beim ersten Kennenlernen übten sie eine entsprechende einschüchternde Wirkung aus. Nach mehreren Versuchen gelang es Amelie Vidal, eine rudimentäre Kommunikation in Gang zu bringen und danach stattete sie den Villain in dem von ihr sogenannten Mary regelmäßig Besuche ab. Sie lernte eine komplexe und erstaunliche Gesellschaft kennen, die ihre Technologien auf teilweise sehr überraschende Weise einsetzte. Mit Hilfe von auf komplexen Miniatursubstratummaterialien basierenden extrudierten Bausubstanzen konnte sie ihre Welt mit großer Geschwindigkeit umgestalten. Im Gegensatz zu den anderen Welten wurde die Villain-Sphäre aus einer Umsiedlungsgruppe herausgegriffen, die sich gerade darauf vorbereitete, auf der Suche nach einer neuen Heimat in den Weltraum zu starten. Sie verbrachten ihr Leben in Stase und verteilten sich so zwischen den Sternen. Wie bereits erwähnt, ist ihre Erscheinung sehr beeindruckend. Sie sind fast 2,80 Meter groß und erinnern entfernt an Reptilien. Sie verfügen über sechs Gliedmaßen, jeweils zwei muskulöse Arme und Beine und ein zweites kleines Armpaar.
Sie steuern jeden Aspekt ihrer Technologien durch Vokalisierung, haben aber im Verlauf der Jahre auf ihren Zahlensystemen basierende Steuertafeln entwickelt, um andere Spezies den Zugriff auf Teile dieser Technologien zu ermöglichen. Okay. Das ist eine sehr intensive Lesestunde. Was haben wir hier? Die gesamte Landschaft jenseits unseres Teils der Wüste konnte man nur als außerirdisch beschreiben. Etwas weiter entfernt sahen wir große schwebende Felsen. Auf Erden hat niemand so etwas gesehen. Wir erforschen die Umgebung sorgfältig, denn wir hoffen natürlich, einen Rückweg zu finden. Doch das gelang uns damals genauso wenig wie heute. Stattdessen entdeckten wir das, was heute für uns selbstverständlich ist. Wir konnten nicht nur nicht zurückkehren, wir konnten noch nicht einmal die Landschaft außerhalb unseres Teils der Wüste betreten. Sonderbarerweise entsprang oben auf einem Felsen ein Wasserlauf und genau im Zentrum unseres Landes wuchs ein kleiner Baum. Unser Baum, der für unser Leben hier eine so große Bedeutung gewonnen hat, war damals nicht viel mehr als ein junges Bäumchen. Und da haben wir noch die letzte. Ich habe mich entschlossen, die sonderbaren Dinge, die mir, meiner Familie, meinen Freunden und meinen Kollegen zugestoßen sind, festzuhalten. Cardnell war ein von meinem Großvater in der roten Felsenlandschaft der Wüste des Arizona-Territoriums gegründete Bergarbeiterstadt. In der Nacht des 27. Juni 1903 hörten ihre 163 Einwohner eine laute Explosion. Ich schickte Arbeiter los, damit sie nachsahen, ob es in der Stadt zu Verletzungen oder zu Beschädigung des Bergwerks gekommen war. Bei ihrer Rückkehr meldeten sie, dass es sich wohl um einen sehr lauten Donnerschlag gehandelt haben müsse, denn sie hätten keine Schäden feststellen können. Erst im Licht des nächsten Tages stellten wir mit Erstaunen fest, dass tatsächlich was geschehen war, und zwar etwas Wesentliches. Irgendwann im Laufe der Nacht hatte wohl etwas unser gesamtes Bergwerk sowie das umgebende Land ergriffen und an einen vollkommen anderen Ort. Und das ist dann der andere Zettel. Ha. Interessant. Wirklich interessant. Ich glaube, ich guck mal jetzt noch hier drüben. Oh, mein Mund ist ganz fusselig. Oh. Oh. Süß. Ui. Wir können dich aufnehmen, weil die Taste fehlt. Ist da hinten irgendwas? Nee. Das hören wir uns nämlich dann in der nächsten Folge an. Ich muss erstmal was trinken. Oh. Ah, das sind die Zuge. Ach, das ist vielleicht die Kugel. Ah. Ich glaube, das schaue ich mir gleich an. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, sofern ihr wollt. Würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.